Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um den Upload-Filter, der kommen wird. Der Artikel 13 wurde jetzt von der EU durchgewunken. Zu Beginn des Videos möchte ich euch darum bitten, meinen Zweitkanal zu abonnieren. Das wird ein Backup-Kanal zu diesem hier werden. Sollte irgendwas passieren und das Urheberrecht in Zukunft zuschlagen, möchte ich mich ein wenig absichern für den Worst Case. Ich weiß nicht, was der Upload-Filter in Zukunft alles ja für uns verschlimmern wird. Allerdings kann man sich darauf einstellen, dass es einige Probleme in Zukunft geben wird. Von daher möchte ich mich ein wenig absichern und wäre euch sehr verbunden, wenn ihr den Link unten einfach mal anklickt und dort abonniert. Ich bin einfach unfassbar enttäuscht darüber, dass es keine Demokratie mehr gibt. Ich habe sämtliches Vertrauen in die Politik verloren und ich finde es unfassbar, dass es einfach nichts gebracht hat, dass über 1 Million Leute eine Petition unterschrieben haben, die sich gegen den Artikel 13 ausgesprochen hat. Es hat nichts geholfen, sämtliche YouTuber, die Videos darüber gemacht haben oder auch Leute, die versucht haben, ja, dagegen sich auszusprechen. Es hat nichts geholfen. Und was hat das noch mit der Demokratie zu tun, wenn ein paar ausgewählte Leute einfach solche dummen Entscheidungen treffen, die Millionen von Leuten in Zukunft über Jahrzehnte ausbügeln und ja, damit leben müssen. Es ist unfassbar, was die Politik immer wieder aufs Neue einfach für uns hier in die Wege leitet. Natürlich wurde sich auch auf Twitter ziemlich aufgeregt darüber und zum Beispiel Felix von der Laden hat geschrieben, das EU-Parlament hat heute trotz aller Proteste also doch für den Upload-Filter abgestimmt. Das Internet, wie wir es kennen, wird demnach illegal bzw. unmöglich, denn jeder Instagram-Post, jedes YouTube-Video und jeder Blog-Post müsste in Zukunft überprüft werden. Ein absurdes Konzept und er trifft es wirklich auf den Punkt. Auch Unge hat etwas sehr Gutes geschrieben auf Twitter. Wie ist es überhaupt möglich? Circa doppelt so viele Abgeordnete haben für die Upload-Filter gestimmt. Für Zensur und gegen den Willen der Bürger. Lobbyismus schlägt Demokratie. Ich bin enttäuscht. Und darunter schreibt er weiter, so funktioniert Politik. Wenn etwas abgelehnt wird, probierst du es so lange weiter, bis es klappt. Und das trifft es auf jeden Fall auf den Punkt. Beim ersten Mal wurde noch gegen den Artikel 13 abgestimmt und jetzt dafür. Dann bleibt es natürlich jetzt auch bei dieser Entscheidung. Es wird nicht nochmal darüber philosophiert, ob vielleicht Leute ja dagegen sind, beziehungsweise also der Großteil der Bevölkerung sich eher dagegen ausgesprochen hat. Das ist vollkommen egal und das tut mir einfach im Herzen weh, dass das alles mittlerweile wirklich einfach dann in Zukunft so weiterlaufen wird und welche Leute sich darüber auch noch freuen, wie dieser Herr hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich hoffe, das wird nicht ganz so schlimm für uns YouTuber enden, beziehungsweise für uns allgemein, dass wir noch weiter frei unsere Sachen posten dürfen. Das wäre wirklich ja ein ziemlicher Rückschritt und ziemlich undemokratisch. Das will ich nur dazu sagen. Und ich wäre euch sehr verbunden, wie gesagt, wenn ihr den ersten Link in der Infobox einfach mal anklickt und dort ein Abo dalasst. Das ist einfach nur ein Backup-Kanal zur Sicherheit. Bis bald und ciao, ciao.